Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu iFixit, dem Handwerker-Simulator. Wir sind aktuell dabei, hier zu streichen. Dann machen wir mal direkt die Tür zu und dann legen wir auch munter los. Nur einmal das richtige Werkzeug rausgeholt, Deckel geöffnet, losgelegt. Und dann starten wir einfach, ne? Fangen wir doch einfach hier an und los geht's. Irgendwie ist die Musik verschwunden. Keine Ahnung. Habe zu lange nichts gemacht, aber ist ja auch mal schön. Können wir mal einfach nur das Geräusch der Rolle auf der Wand genießen, ne? Diesmal waren wir auch clever, haben nur einen Farbeimer gekauft. Wollen wir mal sehen, ob der jetzt ausreicht oder nicht. Wird sich dann gleich zeigen. Vielleicht reicht der nicht, das wäre witzig. So. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt. Ruhig ordentlich voll machen. Muss sich ja auch lohnen, ne? Das muss klatschen an der Wand. Das muss so richtig schön schmatzen. Und so Nasen ziehen, die dann nach unten laufen. Damit das richtig gute Arbeit ist, ne? Ja, ja. Ich als Profi kenne mich da aus. Lalalalalala. So, guck mal. Ich glaube, einmal drücken reicht, aber es fühlt sich besser an, wenn es mehr schmatzt. So, Fenster habe ich keinen Bock, das sollen die mal selber machen, das nervt nur. Dann machen wir einfach daneben wieder weiter. Und dann geht es schon. So, ja. Ja. Ja, wunderbar. Wenn das nicht gut aussieht, weiß ich auch nicht. Jetzt nehme ich den Eimer, mach den zu, schmeiß ihn durch die Gegend. Und dann kann er den behalten. Also ich brauche den nicht, ne? Können die ruhig behalten. Was soll ich damit, ne? Bis da jetzt mal wieder Wandfarbe Erde nochmal wieder kommt, da ist dann auch alles trocken und verkrustet, ne? So, damit ist diese Mission abgeschlossen. Ihr wisst, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt erstmal zum Baumarkt und kaufen ein. Dafür am besten tatsächlich einfach dem Weg hier folgen. Dann auf die äußere Bahn und dann Richtung Baumarkt. Irgendwie ist die Musik wirklich weg, Leute. Ah, da ist sie wieder. Guck mal. Kaum hat man sie vermisst, kommt sie wieder. So, jetzt fahren wir hier einfach linker Hand. Wow. Autsch. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ich hätte ja jetzt auch gedacht, dass wir diese Woche Schluss machen mit iFixit, aber wir haben ja immer noch nicht den Hochdruckreiniger ausprobiert, den Häcksler noch nicht. Also wir müssen weitermachen, bis wir... Wir haben auch nur einmal bis jetzt eine Hecke geschnitten. Was ist denn da los? Also wir müssen dann doch nochmal... Eine Woche müssen wir noch machen, einfach nur um die anderen Gerätschaften mal zu sehen. Ich will doch wissen, wie das hier gamifiziert worden ist. Und aber dann glaube ich, also 3 Wochen iFixit, das reicht dann auch wirklich. Da machen wir danach mal was anderes, ne? Ich habe so einen Klamottenladen parallel noch am Laufen, weil alleine das Handwerken selber, trotz der horrenden Preise, ne, die wir da gewinnen, oder kriegen, des Lohns, unser Lohn ist ja wirklich hervorragend, muss man einfach sagen. Trotzdem reicht das für meine Ansprüche nicht, also ich brauche deutlich mehr Geld. Und deswegen habe ich parallel mit einem Klamottenladen begonnen, so ein kleines Klamottengeschäft. Das findet ihr übrigens, wenn ihr auf YouTube guckt, Clothing Store Simulator. Haben wir spontan gestreamt, weil Alan Wake 2 der PC-Port so verbuggt ist, dass das nicht ging. Und dann musste ich mir spontan was überlegen, also haben wir den Clothing Store Simulator mal als Stream reingehauen. Ich werde den entweder nochmal einen Abend streamen oder der geht dann so normal als Let's Play hier nach dann weiter. Wir werden mal schauen. So. Einmal parken. Und einkaufen, ne? Oh, ob wir da so einen Wagen für brauchen? Ich glaube, das passt da gar nicht drauf, so ein Häcksler und so, ne? Auf den Wagen. Also, wir brauchen jetzt noch den Gartenhäcksler. Und die Tauchpumpe. Und den Bautrockner. Jetzt haben wir alle Gerätschaften an Werkzeugen, die man haben kann. Wir sind komplett ausgerüstet. Es gibt leider keine Achievements in diesem Game. Sowas macht mich ja grundsätzlich immer traurig, weil ich so ein Achievement-Jäger bin. Ich finde, Achievements machen ein Spiel besser. Das ist einfach so. Keine Ahnung, ich bin einfach so ein Opfer. So, Gartenhäcksler, das sieht doch nach Spaß aus, das Gerät. Habe ich auch so einen Teil, sogar einen richtig guten. Der ist aber so krass, wenn der den Strom anfängt zu ziehen, springt hier die Sicherung raus. Den kann ich hier nicht benutzen. So, der ist doch bombenfest. Da kann auch nichts passieren. So, guck mal, wie eine 1 steht das Teil. Dann auch nach Hause. Dann kommt das hier neben meinem Rasenmäher. Und dann sind wir jetzt ausgerüstet für eigentlich alle Aufträge. Hoppala, da klötert er raus. Naja, schade.
und wieder reinschmeißen. So ist gut. Ja, das wird nicht halten. Das wird nicht halten, Leute. So ist gut. So. Bam, 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 da, da, dam, dam, da. So, auf nach Hause, den Weg kenne ich inzwischen tatsächlich auswendig. Oh. Das sollte kein Problem sein. Wenn ich nicht so schnell fahre. Ne? Man muss natürlich auch ein bisschen seine Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anpassen. Aber ist nicht so mein Ding. Was ist ab jetzt eigentlich unser Ziel? Also jetzt mal ohne Spaß. Man kann, glaube ich, noch ein neues Gebäude kaufen oder so, ne? Das wäre noch ein Ziel, weil wir haben jetzt alle Werkzeuge. Gut, man kann noch ein anderes Auto kaufen, klar. Und dann vielleicht noch ein Gebäude. Aber ich glaube, dann ist man durch, ne? Dann mehr gibt es in dem Game ja an sich nicht zu tun. Und dann kannst du random immer weiter Aufträge machen, wenn man da Bock drauf hat. Ne? Moin, da wollte was wollte er denn gerade machen? Habt ihr das gesehen? Er zuckte so in meine Richtung. Jetzt wird er mich von der Straße rammen. Immer gar nicht sowas. Ah, das merke ich mir, ne? Mhm. Hätte mich auch einfach über. So, und da in die Ecke rein. Und zum Rasenmäher. Passt die Sache. So. Okay. Sonst hier noch irgendwas? Ne. Dann schauen wir doch mal, was die Auftragssuche hergibt. Wir haben jetzt alles am Start. Laminat, Laminat. Wandfarbe. Boah, zwei Pflanzen ausliefern, ne? Richtig lame. Nee, Mann. Kochbesteckhalter. Das ist neu. Hatten wir noch nicht. Machen wir. Der bringt auch wenigstens 1060 und da brauchen wir richtig Material. Also, Kochbesteckhalter. Was denn für ein? Kochbesteckhalter B. Installationsbedarf. Da ist er doch. Oink, 60 kostet der. Ist er im Inventar? Jawohl. Let's go. Der Kochbesteckhalter. Ja, Klappe kann aufbleiben für die Belüftung. So, wie fahren wir denn am cleversten? Hier lang. Dann hier rein. Dü, 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 dü. Ja, ja. Ich nehme immer die 30 Euro hier mit. So ist es Brauch. Und dann müssen wir hier lang. Und da vorne hin. Jo, da wird sie erstmal gestreckt, ne? Da ist jemand am Joggen hier und dann erstmal Pause machen, ne? Das ist so riesig, ey. Wo sind wir eigentlich hier? Brunsdorfer Wohnpark. Ah ja. Die haben auf jeden Fall auch einen Briefmarkenautomaten. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Gibt's die Dinger noch? Und rein hier. Flup. So, dann bringen wir da mal eben so ein Ding an, ne? Oh, was haben die denn hier zu essen? Crispy Breakfast. Alles klar. Das hier sieht aus wie was ich meinen Hasen früher gegeben habe. Das Toast-Ding. Also, das sieht aus wie ein Toastbrot, aber das Innere des Toastbrots sieht aus wie so eine Zimtschnecke. Das sieht interessant aus. Oh, was war das? Ah ja, erstmal Löcher bohren, klar. Reinhämmern. Noch ein Loch bohren. Reinhämmern. Ranhalten. Das hält auch einfach so mit Magie, ne? Zack, Schraube reindrehen. Schraube reindrehen. Zack, 1050 fertig. 1060 sogar, weil wir so geil waren. Das ist das Trinkgeld. Krank. Kranke Scheiße. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Man sieht sich. Tschüss. So, Mission erledigt. Nächste Mission. Wo ist mein Auto? Ey, Mann, wo ist mein Auto? Bisschen Bunnyhoppen hier. Oh, direkt losspielen. Hätte ich richtig Bock drauf, ne? Schön rutschen jetzt. Geht leider nicht. Naja. Das Kind in mir bleibt unbefriedigt. Darf nicht rutschen. Dö, 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 dö. So, Deckel zu. Nee, nee, nee. Oh. Ey, schieb mich hier nicht so an. Das ist unhöflich.
Das machen wir nicht. Gibt's ja wohl nicht. Habt ihr es gesehen? Einfach angeschoben, der Junge. So, dann fahren wir mal zurück nach Hause. Ich versuch's mal jetzt so Freestyle, ohne jetzt die Karte groß zu machen. Ich glaube, ich müsste es hinkriegen. Hier vorne sind gleich die Pferdchen. Zu den Pferdchen, an den Pferdchen vorbei. Da dann aber linke Hand. Aua. Genau, hier. Und dann eigentlich nur noch weiter geradeaus, ne? Nur passt die Sache. Und dann gleich links. Aber nicht in der ersten Straße, sondern in der zweiten. Ja, ja, also ich kenne mich langsam aus hier, ne? Unnötiges Wissen erlangt. Map-Layout des iFixit-Handwerker-Simulators auswendig gelernt. Läuft. Damit kannst du auf jeden Fall angeben bei der Bewerbung, ne? Bewerbungsgespräch. Moin! Hallo! Kannst du richtig steil gehen. Ja, moin. Was haben Sie denn für Referenzen? Was haben Sie für Qualitäten? Ja, ich kenne die Map vom iFixit-Simulator fast auswendig. Auch nur fast. So, hier müssen wir einfach nur Wandfliesen entfernen. Oh, das hatten wir noch nicht. Wandfliesen entfernen ist übrigens... Oh, 3000 Schmeckels. Alter. Das ist übrigens auch neu. Wir haben bis jetzt immer nur Bodenfliesen entfernt. Das ist das erste Mal, dass wir Wandfliesen entfernen. Let's go. Muss aber gestehen, so während ich jetzt hier gerade daddel, zweifle ich langsam daran, ob ich noch eine ganze Woche überstehe. Aber eigentlich müssen wir noch. Wir müssen den Häcksler mal ausprobieren und so. Aber das kommt ja irgendwie nicht. Warum kommen diese Missionen nicht? Wann kommt der Häcksler? Schildikowski, wir müssen rückwärts fahren. Nö, 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 nö. Gutes Stück, dann hier lang. Okay. Ich demande den Häcksler. Oder mal eine Hecke schneiden. Wie gesagt, einmal. Seitdem wir neu angefangen haben, noch gar keine Hecke geschnitten. Das ist beeindruckend. So, hier mal quer durch. Wo ist das gleich da vorne irgendwo? Welche Einfahrt? Irgendwie mittig. Weiß man auch nicht, so mittendrin stand nur dabei. Oh, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht die Hüfte brechen. Der Gehweg hier ist aber auch sehr klein, ne? Also wenn du dir vorstellst, du musst hier mit dem Kinderwagen durch oder so, ne? Prost Mahlzeit, Alter. So, ich habe das Gefühl, hier sind wir nicht richtig. Ne, wir müssen auf die andere Seite. Weiß ich nicht, ist irgendwie mittendrin. Keine Ahnung, was ist das? Oder muss ich da mitten rein den Weg nehmen? Das ist ein Weg in die Mitte, guck mal. Den müssen wir nehmen. Hier müssen wir aufpassen, hier sind wir mal stucken geblieben. Ich möchte das nicht normal haben. Ja, ist hier so mitten hin. Müssen wir hinter den Weg. Krank. Zum Glück brauchen wir nur ein Brecheisen. Mehr brauchen wir nicht. Das können wir auch so mit uns rumtransportieren. Dü, dü. Bam, 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 bam. Wo sind wir denn jetzt ins Haus reingekommen? Keine Ahnung. Erstmal die Sicherung rausmachen. Falls irgendeine dieser Fliesen unter Strom steht, ne? Man weiß es ja nicht. Also hier, Wandfliesen entfernen. Kein Thema. Die sind ja auch portenhässlich, du. Die würde ich auch wegkloppen. Oh je, das wird dauern. Oh, genießt das schöne Geräusch, ne? Wenn es meine Ohren massiert, darf es eure Ohren auch massieren. Das ist nur fair. Oh Gott, das trifft auch nichts, ne? Oh. Was ist das schön? Da vermisst man doch direkt den Toilettensimulator, oder? Das waren noch gute Zeiten. Wir brauchen mal wieder so was Cringiges. Irgendwas, was so lustig scheiße ist. Ne? Der Falafel-Simulator, der war auch gut. Ich habe keinen Bock, mich so noch doller zu bücken. Deswegen die untere Reihe lassen wir. Ne? Kein Bock auf die. Da komme ich so schwer ran. Ich habe es im Rücken, deswegen... Lassen wir die untere Reihe mal weg, das kann ja der Kunde dann selber machen. Oder er stellt halt Möbel davor oder so, ne? Oder überstreichen. Dann geht es schon. Düten-dü-dü. So viele hässliche Fliesen. Na, die sind aber echt pottenhässlich, oder? Würdet ihr euch die irgendwo hinmachen? Keiner, nee. Nee, wirklich nicht. Vielleicht, wenn ich so eine Anthrazit-Arbeitsfläche in der Küche hätte und dann hinter der Küchenarbeitsfläche so die Wand ein bisschen hoch, um wegen Spritzschutz und so, ne? Vielleicht. Aber auch nur, wenn ich nichts anderes kriege. Oh, das ist gut für die Kopfschmerzen, ich sag's euch.
Herrlich. Zack, 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 zack. Oh, wunderbar, reicht auch. So, nix wie raus hier. Soll ich auch noch Rasen mähen, wo ich gerade hier bin, wenn ich das hier so sehe? Könnte man direkt auch noch Rasen mähen. Oh, guck mal, ja, guck, die ganzen Geister. Wer sind sie? Ich habe sie hier noch nie gesehen. Ich bin hier, ne, Mitarbeiter der Blaufuchs iFixit EK. Oh, wir nehmen den Mülleimer hier noch eben mit, oder? Ach, nee, komm, kein Bock. Den könnten wir zum Schrottplatz bringen, aber ach, lohnt nicht. Wir haben so viel Geld. Wofür? Wenn wir gleich mal wieder zu Hause sind, können wir den, aua, Moment mal nutzen. Und mal gucken, was jetzt hier dieses andere Gebäude kosten würde und so. Bin hier ein bisschen neugierig, ne? Ich glaube, hier lang. Versuch mal wieder Freestyle. Ja, da vorne ist doch schon die Kirche. Dann sind da gleich die Pferdis. Und von den Pferdis finde ich den Weg nach Hause. Ist kein Thema. Da kenne ich mich aus. Hier durch. Wow! Geil. Oh, den überholen wir noch eben. Ja, da guckst du doof, ne? Eben am Waldi vorbei. Oder die zweite links, ne? So einfach kann es gehen. Und anhalten. So. Rein ins Geschäft. Und mal geguckt. Immobilien. Also, da gibt es im neuen Weg noch ein Gebäude. Das kostet 120.000. Der Standort bietet zusätzlich 20 Anlieferungsplätze. Und in der Seestraße für 240.000. Also ihr seht, man hat dann einfach noch zwei weitere Hotspots. Nicht verkehrt, ne? So, ein Wandspiegel anbringen wäre auch neu. Badewannenhahn ist auch neu. Gartenbau, Sperrmüll abtransportieren, langweilig. Da, endlich mal Hochdruck reinigen. Geil, der gesamte Steinboden der Einfahrt und im Garten soll gereinigt werden. Sehr gut. Dann wollen wir mal den Hochdruckreiniger aufladen. Ah, nee, warte mal. Wo ist denn der? Ist der einfach so... Der ist hier ja nicht als Werkzeug irgendwo. Wir fahren da jetzt einfach mal hin und dann sehen wir das ja. Der scheint sich dann von alleine irgendwie zu materialisieren. Ihr kennt das ja schon. Also wenn wir nächste Folge auch noch den Häcksler finden und benutzen dürfen, ne? Dann fühle ich keine weitere Woche iFixit mehr. Sag ich euch, wie es ist. Weil dann lohnt es sich nicht mehr. Dann haben wir wirklich eigentlich so ziemlich alles gesehen. Bin ich ehrlich. So. Der gesamte Bereich muss hochdruckgereinigt werden. Okay. Und wie? Wo ist denn mein Hochdruckreiniger? Ah nein, ich Trottel, der ist zu Hause. Oh, ich hab den doch drinnen in meinem... Lol. Bin ja wieder da. Einen Moment bitte. Ich hab den ja... Ich fahr eben rückwärts, kein Thema. Ich hab den ja... Oh, warte. Ich hab den ja zu Hause drin. Hallo? Ist ja wohl nicht. So eben. Oh, ein bisschen rückwärts noch. Ja, wir haben es gleich. Wieder ein bisschen nach vorne. So. Klappe runter und los geht's. Da ist er. Den habe ich ganz vergessen, dass er ja da drin ist. Mein guter Hochdruckreiniger. Bestes Gerät, Leute. Zack. Und stabil ist der. Den kannst du einfach so auf eine Ladefläche knallen. Das ist gar kein Problem. Einfach aufschmeißen. Und dann läuft's. So, jetzt aber. Oh, nee, du. Also gut. So. Absetzen. Einschalten. Du gehst los. Also, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Aber der Hochdruckreiniger klingt wie ein Rasenmäher. Hashtag Real Talk. Warum klingt der Hochdruckreiniger wie ein Rasenmäher? Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ach, guck, wie schön dreckig das hier ist. Weil wir müssen mal hier, wo man auch was sieht. So, guck mal hier. Meine Lieben, der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter dem Video posten. Und ansonsten
sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, neue Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.